das wäre doch offen, entweder. Entweder fahren wir auf zwei Tage heim oder wenn hier der Weltuntergang entsackt ist, dann gucken wir euch das mal an. So, Herr Link. Und jetzt erzählen Sie mal. Tag 3? Ne, Tag 2? Tag 3. Seit Abreise, sagen wir mal so. Seit Abreise. Und jetzt mal ein kleines Fazit zu den ersten 3 Tagen. Anreise. Also ja. Insgesamt merkt man, mir fehlen die Worte. Anreise, Spitze. Anreise war gut. Gut, die 330 Kilometer Autobahn vergessen wir. Aber ab dort hat sich fast jeder Kilometer gelohnt. So sehe ich das auch. So würde ich das einfach mal sagen. Tag 2, erster Fahrtag in Kärnten. Sehr, sehr geil. Genau. Ja, inklusive Österreich, Italien, Slowenien, nochmal Italien, wieder genau. Österreich. Wobei wir ja da die wenigsten Kilometer in Kärnten waren. So, richtig. Und vor allem Highlight, Adriaküste. Richtig. In Grado. Grado. Ja. So, Tag 3, zweiter Fahrtag Kärnten. Jetzt Hammer Wasserfall. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Richtig. Jo. Das war es für die Videoaufzeichnung. Heute Tag 3, Tag 2 Fahrtag Kärnten. Jetzt sind wir auf dem Weg zur Malta Hochalpenstraße. Ach, ich meine die Hochalpenstraße. Oder wie heißt die? Okay, also auf jeden Fall zur Malta Straße. Was denn? Irgendeine Malta Straße. Alle nett, alle freundlich, das finde ich geil. Genau, Siehst du noch was? Also in 4,8 Kilometer geht es links. Nein, ich denke, dass wir dann auf die richtige, auf diese Sackgasse kommen. Das sind hier 15,3 Kilometer. Nein. Ja, das sind die, was der gemeint hat in der Kurve. Aber es ist ja trocken, Gott sei Dank. Ah gut, hier ist auch bloß 60, gell? Und was für schöne Dinger immer hier so einfach rauskommen. Ich denke, weißt du, wenn du hier so, ja, auch so E-Bike oder so überhaupt Fahrrad oder Wandern oder so, das ist bestimmt geil. Und davor stand ja auch Bergsteigerdorf Malta, hieß das so? Ich glaube ja. Habe ich irgendwo was, einen Zettel gesehen, ein Schild gesehen. Bergsteigerdorf Malta.
denke, das ist schon so Eldorado für die ganze Jungs. Guck mal, die Steiner. Jetzt Malta, Hochalmstraße, 100 Meter. Jetzt pass auf, jetzt bin ich gespannt. Hochalmstraße, so heißt es. Maut. Ja, ich mach das mit den Dingern. Genau. Hoppa, hi. Servus. Wo bleibst du stehen? Wir haben eine Karte dabei. Ja, ja. Jetzt muss ich gerade gucken, wo. Wenn zwei so Karte. Genau, da gibt es verschiedene. Echt? Ich danke. Dankeschön. Das ist ja eine Sackgasse, gell? Ja, fantastisch, bis später. Ciao. Ciao. Ja, 47 Euro kostet die Abend inklusive. So, ja, weiß der Geier. Aber da ist ja irgendwas mit Großglockner. 47 Euro, dann passt nicht an. Ja, ich blick's aber auch nicht, weil da auch die Rede von Großglockner war und so weiter. Ja, ich würde gerade sagen, das ist nicht davon. Nicht nur den Kameraden. Halt, wenn wir jetzt machen. Jetzt. Okay. Gut, weiter geht's im Text. Hallo? Hallo. Ah, ist das schön. Und die Luft ist gut, du, die Luft. Leute, ihr müsst die Luft riechen hier. Ja, der spielt ja auch gut mit. Aber die Kehre hängt ganz schön in sich hier.
oder die Jagd ein Highlight, das nächste, sage ich dir. Almgasthof. Also ich habe jetzt hier 15 Grad. Ja. Na, die würde sich doch nicht annähern, die zwei. Vielleicht hätten sie sich halt auch gestern Abend unterhalten nebeneinander. Ah. Ich habe 14,5 jetzt. Hier fällt der Pegel, das merkt man schon. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie hoch die ist, du. Ich weiß auch nicht, ob du nicht stehen. Jetzt machen wir ein bisschen Lärm hier. Oh, ich sehe nichts. Ein Traum, ein Traum, ein Traum ist das, ein Traum. Also das war die geilste Entscheidung, was ich gehabt habe. Ja. Aha. Maximale Wartezeit 20 Minuten. Oh, warum fahre ich mit Fernlicht, du? Servus! Servus! Heißt das 20 Minuten oder 20 Sekunden? Ach du Scheiße! Na dann. Herzlichen Glückwunsch! Egalowitsch! Hast du denn? MSP, was ist ein MSP? Aber irgendwas in Bayern halt. Das geht schon wieder los. Achso, die können ja gar nichts entgegenkommen, das ist ja das Gute. Du musst ja gar nicht so auf deine Linie. Also klar schon, aber. Hey, jetzt wird es wieder dunkel, du. Und nass. Ehren im Tunnel. Ja, und nass wie die Sau, gell? Und da pisst's. Oder kommt Wasser von der Decke. Oh.
Das ist unheimlich hier drin. Ich sag dir. Ja. Die Schneekette, Räumfahrzeug. Ja, ist auch ein bisschen kalt hier drin. Ja, die Adventure ist so brutal auch mit den Lichtern. Weißt du, wenn der hinter dir auftaucht, dann hat die Lichter an. Ja, das ist so brutal. Ah, oh, ist das schön hier. Ja, hab ich. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie lang ist denn die eigentlich, die Straße? Heiderost. Die Gegner sicher, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, da sind wir schon lang vorbei. Die habe ich gesehen, das war kurz nach dem letzten Tunnel. Junge, ist das schön hier, Alter. Ist das schön hier. Hey, da zahle ich gern 15 Euro, ich sag dir's. Oh, hör dir mal das an. An dem Felsen. Ja, ich höre es. Da kommt die Staumauer. Oh ja. Oh. Da kommt das Wasser von der Wand runter. Und dann nochmal. Und guck, wie der Schnee da oben liegt. Unter der Junge, Alter, ist ja unglaublich. Was haben wir gestartet? Hat er das Wickel? Ja. Das war eine Farbe müssen.
Ja. Also ich finde die gruselig, die Tunnel. Irgendwie. Wenn die was unheimlich ist. Junge, wir fahren hier müde durch den Berg an. Das ist so nicht normal. Sieht noch halb Grad, hab ich. Moin, aber hallo. Boah. Was ist das jetzt hier? Hotelzufahrt? Ne, da geht's weiter, oder? Keine Ahnung. Ja, man kann nicht bestaunen, wo wir irgendwie fahren. Da fahren wir mal weiter. Wir fahren, soweit es geht. Na, die Stauma ist aber da unten, mein Freund. Ich wollte gerade sagen, wo fahren wir jetzt, ne? Ich hab keinen Schimmer. Junge, hier liegt Schnee! Dahinter ist eine Hütte. Na, was will denn der Hütte? Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich würde mal sagen, ja, wir sind... Ja. Wir sind zweit. Ja. Wir drehen rum. Oh, guck mal. Ich drehe, ob wir drehen hier. Sieht aber scheiße aus. Junge! Guck dir das mal an. Dahinter wäre ein Parkplatz gleich. Ja, aber wir wollen ja zur Staumauer, hab ich ja, da. Ja, klar. Aber... Nein, fahren wir da hoch zur Staumauer. Kann man da drauf? Da laufen Leute. Da laufen Leute spazieren. Da unten ist ein Parkplatz. Aber ich glaube, der ist von dem Hotel. Und wir müssen da unten. Ah, da unten, guck mal, da sind Parkplätze ohne Ende. Die stehen da unten. Hier unten. Ah, jetzt seht ihr. Westaurant.